Привет, ich heiße Olga, ich bin aus Rostov, das ist in Russland. Hier in Oldenburg bin ich erstmal und mache einen journalistischen Austausch. Und erstes, was ich bemerkt habe, dass hier viele Leute mit dem Fahrrad fahren. Bei uns in Russland ist es nicht so. Bei uns fahren die Leute lieber mit dem Auto. Und ich wollte gerne wissen, warum die Leute hier in Oldenburg so viele mit dem Fahrrad fahren. Dieter Schulz vom ADFC hat mir verraten, dass jeder in Oldenburg von klein auf das Fahrrad fahren lernt. Außerdem ist es kostengünstig, deswegen auch viele Studenten auf das Rad zurückgreifen. Dann hat Herr Schulz mir sogar noch gezeigt, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält. Um keine Sehenswürdigkeiten zu verpassen, wollte ich mich bei der Touristinfo beraten lassen, doch da ist mir was Merkwürdiges aufgefallen. Ich habe bei euch gerade gesehen, Grünkohl, was ist das? In Russland kennt man das nicht. Grünkohl? Ja, das ist unser Nationalgericht. Das ist ein leckeres, wunderbares Gemüse, Kohl. Der wird gekocht und dann zubereitet, gegessen und drumherum gibt es viel zu erleben. Wir sind die Kulturhauptstadt in Deutschland, das wussten Sie bestimmt auch noch nicht. Und Tatsache ist aber, da sind Sie jetzt noch ein bisschen früh, weil den gibt es erst im Winter. Das heißt, Sie müssen noch mal wiederkommen. Okay, ich habe heute in Oldenburg viel gesehen und so viele wunderschöne Plätze besucht. Und die Stadt hat mir sehr gefallen und den Grünkohl wollte ich gerne jetzt probieren. Schmeckt sehr, sehr lecker.